Freund. Und let's go. Jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen wieder mit der Story da weitermachen. Ich brauchte mal ein Flugding da. Da Leonardo da Vinci hat da Upgrade dafür bereitet. Das bin ich schon gespannt, wie sich das auch dann wieder anfühlt. Oh, das muss sicher so geil sein, wenn man da so herumfliegen kann. Durch die Welt und das Ganze. Au, au. Ich bin gespannt. Ah, shit. Entweder müssen wir wieder die Stadt befreien oder wir müssen... Ja, ich sehe schon mal den ersten Punkt. Alles klar. Da hau dich auf, mein Freund. Hau dich auf. Chefe, ich muss noch ganz kurz erst sammeln und dann können wir über alles reden. Wir können über alles reden, mein Freund. Ich habe nur so das dezente Gefühl, dass er einfach vielleicht dezent, vielleicht auch ein bisschen Stepper sein kann. Und dass er davon nichts sieht. Yep. Und wie er nichts sieht. Passt. Einmal. Und tschüss. Das würde mich jetzt wieder interessieren. Ja, what? Lauf, lauf, lauf. Und tschüss. Aber gleich wenigstens noch ein weniger. Oh, Spezialgegner ist auch wieder am Start. Geht das? Ja, super. Ich sehe ihn nur die ganze Zeit schießen, Alter, den Haverer. Bist du deppert. Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, er triggert ihn. Aber wie er ihn triggert, aber wie? Da wirft er auf ihn. Da ist wenigstens vielleicht ein bisschen einfacher. Perfekt. So, und jetzt der... Habschit da. Komm her, ist es sogar der letzte. Alter, der, Alter, wie viel? Wie oft tut der bitte noch hier hauen? Havara, Havara! Bist du deppert? Bin ich in Arsch daheim? Bist du? Hey, 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 bleib ruhig, Havara, bleib ganz, ganz ruhig. Wow, einmal konnte ich wenigstens kontern. Wow, top. Der verprügelt mich windelweich, der Haverer. Einmal kontern. Bis deppert. Oh, schlimm, Alter. Schlimm, Alter. Richtig, richtig schlimm. Bei Spezialangriff, da kann ich wenigstens kontern, wenn er wenigstens auch ein bisschen Ausdauer hätte. Aber sonst? Schlimm. Extrem schlimm. Oh, das gefällt mir wieder. Schaut gut aus. Schaut wieder gut aus. Wie schauen wir aus, kartentechnisch? Oh, neues Örtchen, da schaut es auch wieder geil aus. Steppert. Würde mich aber allgemein interessieren. Ja, ja, ich rechne wahrscheinlich sogar noch damit, dass es sogar noch ein bisschen größer werden könnte. Oder vielleicht, dass es einmal nur ein Gebiet ist von mehreren. Das kann ich mir auch relativ gut vorstellen. Das wäre auch nicht schlecht. Schon wieder 100.000 Sachen, ich sehe es jetzt schon wieder. Boah, gefährlicher Hase, ganz, ganz gefährlich. Oh, zeig gleich her. Konterfunke in der Luft, das schaut mal richtig, richtig geil aus. Ja, kritische Treffer, ja, ja, aber gehen wir noch ein bisschen durch, gehen wir noch ein bisschen durch. Vielleicht eher so bei Scham, vielleicht ein bisschen was. Ja, das wäre super, aber das kann ich mir leider noch nicht gönnen, leider. Münzgewinnung, KI-Regeneration, ja, ja, definitiv, sage ich auch nicht nein. Ausweichschuss, ja, 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 kann man machen, kann man definitiv machen, hätte ich gesagt gehabt. Vierter? Wollen wir Pferd oder los muss jetzt mal ganz kurz? Ja, genießen wir vielleicht mal lieber kurz die Umgebung. Beziehungsweise, wer weiß, ob uns nicht eklig irgendwann attackiert. Man kann ja nicht wissen. Man kann ja nicht wissen, Alter. Gleich ein Favoriten Nilstich. Bist du deppert. Ein Wahnsinn, Alter. Ein Wahnsinn. Gleich mal Banner auspacken, dieses, jenes. Oh, bin schon gespannt. Ich glaube, wir können sicher schon bald fliegen und das Ganze. Habe ich so das dezente Gefühl. Ich glaube, das kommt relativ schnell. Wo ist dein Passierschein? Ja, das ist eine gute Frage. Ohne Passierschein kommt hier niemand durch.
Okay. Ja, würde mich auch interessieren, da sparen wir sie wenigstens ein bisschen Geld. Wir starten den Sport. Wie dich habe ich keine Zeit. Geh ins Dorf und frage gefälligst dort jemanden. Okay, ja, danke. Also, der ist echt nett. Echt eine reizende Person. Sehr, sehr reizend. Digga. Aber gib mir mal wieder so dermaßen Ghost of Tsushima Vibes, das ist ein Wahnsinn. Geil, geil, richtig geil. Bogen, wie nett. Na, jetzt willst du mit dem, dass ich mit dem depperten. Na, was scheiße gehen. Ich spiel jetzt sicher jetzt nicht mit dem Bogen. So, ich hol mir jetzt einmal den ersten Kandidaten hier. So schaut's aus. Ich wüsste mal abgestochen, wie er will. So. Oh, der hat die 10 vielleicht ein bisschen was mitgekriegt. Und nur die 10. Na, oder? Nee, besser nicht. Also der ist eh motiviert. Der ist eh motiviert, der Hapsche. Das nehme ich ja mit. Deppert, der war jetzt aber schnell hier, der Hammerer. Bist du deppert, also weiß jetzt nicht, was da jetzt los war, aber habe ich dir. Alter, der war jetzt, Alter, was war das jetzt? Zwei Schläge und der war hier. Hä? Aber nur, hä? Was war da los? Das ist jetzt gut. Das ist jetzt sehr, sehr gut. Hat er sich wenigstens erschreckt, der Hapschi. Achso, muss ich erst noch die ganzen. Nicht, dass der wenigstens irgendwie aufmuckt oder auf mich schießt oder irgendwas. Also der Speer ist wirklich, obwohl ein kleiner Volltrottel, habe ich so das dezente Gefühl. Ein kleiner ist gut gesagt. Ein kleiner ist wirklich gut gesagt. Ich will das genau vermeiden, dass der mich genau sieht. Das ist ja das. Ja, ja, ja. Stepper, der Hund kommt auch schon. Super. Na, wart. Hauptsache der Schießerer sieht mich nicht. Das ist wichtig. Weil wenn der Schießerer mich sieht, dann ist sowieso schon mal wieder vorbei. Bitches. Ey, wieder Krieg gehabt, Alter. Bis zum Gehen immer. So, wo ist. Ey, ich denk mal gerade so. Havara! Was ist mit dir, Alter? Vorher noch top motiviert beim Schießen. Vorher noch top motiviert und jetzt? Ah, Wahnsinn. Au, okay. Ja, was war's? Den will ich kurz üben. Aha. Das, ich glaube, das war's einmal mit dem Üben. Ich glaube, das war's mit dem Üben. Alter, der macht gleich 5er Kombo, Alter. Was ist da jetzt schon wieder los? Je, Alter, die kennen mehr Kombos als wir hier, Alter. Alter. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Der Haver, Alter, ist ein Schluckspecht, Alter. Der tut mir saufen, Alter. Sagt er das? Steppert. Schlimm, schlimm. Ja, wäre nicht schlecht. Oh, vielleicht können wir wieder eine Nebenquest machen. Haha, danke. Ich verdanke dir mein Leben. Ich dachte schon, das wäre mein frühes Ende. Bin zwar eh 100.000 Mal kontermäßig mehr gegangen, aber passt eh. Räuber, sie haben unser Dorf ohne Vorwarnung überfallen. Mistkerle. Aber dank dir sind alle wieder zurück. Jetzt können wir das Dorf gemeinsam wieder aufbauen. Ich möchte dich für deine Hilfe belohnen. Auf dem Hügel ist eine Höhle, in der du die Beute der Schurken finden wirst. Sollte dein Weg dich an ihr vorbeiführen, könntest du darin etwas Nützliches finden. Na, wie klingt das? Das gefällt mir schon mal, das gefällt mir. Ich nehme mal an, du wurdest am Kontrollpunkt abgewiesen. Stimmt. In der Höhle solltest du einen Passierschein finden. Wenn du einen Passierschein willst, dann solltest du dich besser beeilen, bevor ein anderer Ronin dir zuvorkommt.
Gibt's da noch irgendeinen Runen-Dinger? Hab ich irgendwas verpasst? Hab ich irgendwas verpasst oder irgendwas dezent in irgendeine Richtung? Ich fahre nur für einen Freund. Oh, nach so. Hi. Was hast du jetzt schon wieder? Apotheke ist das einmal wieder. Na, immerhin, da können wir wenigstens mal ein bisschen was herstellen. Ja, so Feuer, ja. In Ordnung. Würde ich schon mal feiern, wenn man sowas machen würde. Ja, 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 ja. Gefällt mir. Blendpulver. Lass dir nur Zeit. Kann man ja auch mal ausnutzen. Geb gut Blend, auf das, das, das. Hm. Ach, schönes Fleckerl, was wir da so alles haben. Ich würde sagen, gleich mal ausrüsten. Sofort, sofort. Ich glaube, sie nimmt dann den Bogen, Alter. Komplett für den Arsch. Komplett für den Arsch, Alter. Was ist das? So, da werde ich jetzt einmal das ausnutzen. Und da werden wir jetzt einmal. Lehm, Anti. So, das andere habe ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr was erwartet, dass ich da irgendwas machen kann, aber passt schon. Ja, vielleicht mit dem Schießen oder irgendwas verbunden oder so, keine Ahnung. Nee, na wurscht. Werden wir schon herausfinden, hätte ich gesagt gehabt. Werden wir schon herausfinden. Wo ist die, ein besseres Pferdal oder wie? Stall! Wonach suchst du? Kaufen? Oh! Oh! Ich ja! Danke dir. Ja, nehme ich mir gern. Nehme ich mir sehr, sehr gern. Fix. Wie du schon austauscht. Sattelzeug! Gibt's dann auch wenigstens. Oh, da kann man sich schon wieder austoben. Wird zum besten Haverer, würde ich jetzt einmal sagen. Wird zum besten Haverer. Ich wollte mir eigentlich zwar sein mitnehmen, aber. Ja, sein gibt er wieder nicht her, der Hund. Verstehe überhaupt nicht. Verstehe überhaupt nicht, Alter. Sein hätte ich gern mitgenommen. Geht's ab, zerab, Alter. Geh abgestochen, nur damit ich es einen mitnehmen kann. Ja, moin, perfekt. Na, da werden wir mal helfen, Alter. So schaut's aus. Hey, Burle, Alter. Wenigstens der. Wow. 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 Hey, bleib mal ruhig. Ja, wir sind Sandkistelhaberer. So schaut's aus. Ah, du Hund. Aber wie er mal wieder eine geben wollte mit seinem Spezialangriff, der kann scheiße. Okay. Oh, den zweiten Angriff habe ich gar nicht gesehen gehabt, Alter. Bist du veräppert? Den zweiten Angriff habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ja? Ich würde auch gerne hinschlagen, mein Freund. Mein Freund. Ah, der macht so unten und oben Angriff. So ist das. Wart. Ja, super, ja, scheiß doch ist im Weg. Alles klar. Tschüss. Na. Wird mal langsam Zeit, mein Freund, Alter. Wird langsam Zeit, Alter. So schaut's aus. Wie haben wir's? Ja, nimm gleich ein bisschen mit. Ist der recht? Wie er immer nachkommt, Alter. Und ihm auch noch eine gibt. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Bitte, nimm dies. Ich hätte es schon wieder gefeiert, wenn der gleich mitgekommen wäre. Mir geholfen hätte. Boah. Hätte ich gleich gefeiert. Hätte ich gleich extrem gefeiert. Wäre gleich mitgekommen. Hätte ich gleich gesagt, den Haverer. Der wäre schon eins mit mir. Was der? Jetzt in letzter Zeit habe ich immer mehr und mehr Angst. Sehr, sehr viel Angst. Sehr, sehr viel Angst. Könnte ja was sein. Und bei dem Spiel, wie ist denn das eigentlich mit dem Speichern auf? Das habe ich eigentlich gar nicht geachtet. Gibt es ein manuelles Speichern? Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, da muss ich wenigstens ein bisschen weniger befürchten. Finde ich schon mal leider. Na schön. Töten wir den eben auch noch. Oh.
Digi, warte mal. Achso, kann ich leider nichts machen, Scheiße. Ich hab mir da ganz so einen stillen Eckerl oder Fick am Anfang im stillen Eckerl, das wäre so lustig. Aber wie er schon vorher gesagt hat, es könnten neue Runen dabei sein. Das deppert in der Luft zerfetzt, den haben wir jetzt gerade. Bist du deppert richtig für dich gehabt. Weg mit ihm. Da gibt's eh noch einen Haverer. Aber schön, dass er gleich auf mich losgeht. Finde ich echt leimend. Da gibt's auch einen Kollegen, gell? Wollte ich mir nur dazu gesagt haben. Da gibt's auch einen Kollegen. Oh. Schau fast gleich aus, Digga. Wir nichts gedacht haben. Oh, das wird unser Partner. Das wird unser Partner, 100%. Fix. Manch einer weiß einfach nicht, wann er aufhören sollte. Mir scheint, dass du nicht einfach irgendjemand bist. Ich hab's. Komm mit mir. Ja? Hier entlang. Hier entlang. Mach schon. Karma umgewandelt. Alles klar. Aber da gibt's keine Kiste oder irgendwas. Wahrscheinlich gehen wir eh mit dem jetzt dorthin. Zum Lager. Ja, zum Lager. Zum Schatz. Die hat mir ein Freund aus Shanghai mitgebracht. Seit der Ankunft der schwarzen Schiffe steht die Welt kopf. Wer weiß, was aus den Samurai wird. Ja, mir interessiert das überhaupt nicht, was da herumliegt. Wenn wir uns vom Westen zu lernen, werden wir abgehängt. Denk mir nur sogar zu, Brudi, brauchst du nicht auf, vielleicht die ein oder andere Sache hier? Oder hat schon plündert, weil du schon warst? Was habe ich gesagt? Dort geht's hinaus. Halte ich an mich, dann passiert dir nichts. Mhm. Sie griffen an, als ich in der Höhle nach einem Passierschein suchte. Ich habe meinen Clan verlassen. Aber wer hätte gedacht, dass sie mich aus Tossa bis hierher verfolgen würden? So befreiend ein Leben als Ronin auch ist. Ist es diesen Ärger wert? Ich würde das schon feiern. Aber es kommt mir schon sehr, sehr so in die Richtung vor, wie könnte unser neuer Partner werden. Das Gefühl, im Kampf. Diese alte Kauz könnte uns reingelegt haben. Aber so läuft es nun mal in der Welt. Manche würden ihre eigene Mutter verraten, um noch einen. Ah, wir sind da. Das ist der Ort, den ich dir zeigen wollte. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, du willst also auch nach Yokohama? Tja, ohne Passierschein wird das allerdings nichts. Aber ich weiß vielleicht, wer welche haben könnte. Der Anführer der Verbrecherbande, die sich im Anwesen des örtlichen Magistrats eingenistet hat. Die stehlen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Seine Handlanger stehen sicher Wache. Aber du wirkst wie jemand, der sich verteidigen kann. Na, wie sieht's aus? Bereit, dir einen Passierschein zu holen? Ja. Na, wieder wen denn den schon, oder? Haha, wusste ich's doch. In dir brennt eine Kämpferseele. Loyalität und Verbundenheit, okay. Kooperationen, alles klar. Verstärkung? Achso, das ist dann wahrscheinlich so Online-Modus oder alles. Ja, das ist dann Online-Modus. Ausrüstung? Erzähl mal her, vielleicht gibt es ja irgendwas Besseres. Das wäre schon langsam wichtig. Wäre schon sehr, sehr wichtig. Rüstung? Schaut schon wieder gut aus. Steppt schon wieder neue Fähigkeiten. Ah, Wahnsinn. Konter in der Luft. Redekunst. Einschüchtern.
Wäre schon mal nicht schlecht. Wäre schon mal definitiv nicht schlecht. Tötungsklinge. Aha. Aha. Blitzangriff. Ja. Mal zwar nicht wirklich so diesen Knopfdruck, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin jetzt nicht so wirklich der größte Fan davon, aber wird schon passen. Hätte ich jetzt einmal gesagt. Passt. Let's go. Ja, das passt mir nicht. Alter. Mission starten, ich weiß ja wohl, was ich will, oder? Ah, finde ich geil. Dann Partner. Also gibt es so quasi normale Missionen und Partnermissionen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also ich rechne mal damit, dass wir oft quasi alleine sein werden. Aber ab und zu dann doch noch den ein oder anderen Partner am Start haben. Finde ich cool. Finde ich definitiv cool. Besiege würdige Gegner 3. Na super. Das Anwesen ist groß. Wo wohl der Anführer steckt. Na warte mal. Holen wir mal den Abschied da und tschüss, Papa. Das sind ja eh alle Scharsager. Sag ja, das sind alle Scharsager. Das war prima. Vorher haben wir die irgendwer abgestochen, Digga. Alter. Das gesehen? Step, Bruder, der schaut die ganze Zeit nur zu. Alles klar. Ich will's können, kann's aber nicht. Immer wieder, Leute. Aha, kann ich da nicht irgendwas so auf verschwingen oder irgendwas? Das wäre super, ne? Das wäre richtig geil. Ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen einfacher machen als was ist, oder? Wollte gerade sagen, wenn er so plötzlich in diesem Modus ist. Irgendwo muss er Gegner sein. Tschüss. Ah. Ich wollte gerade sagen, kann ich auch wie vorhin der Haverer. Kann ich auch wie vorhin, mich stört's nicht. Mich stört's definitiv nicht. Solange er hier ist, ist alles okay. Er ist leider nicht, Meier. Geht sich das mit seinem Schädel aus, oder? Ma. Nicht mehr ansatzweise. Super. So geht's auch. Einfach nur abwarten und Tee trinken, Digi. Das Gute ist wenigstens, dass wir nicht gleich rausgehauen werden. Das ist das Leibende. Wir haben schon gedacht, ob da vielleicht gleich ein Missionsabbruch oder irgendwas. Nein, nix. Ganz, ganz gechillt. So, am besten, wenn wir da jetzt von oben irgendwie attackieren könnten. Das wäre jetzt ideal. Ja, vielleicht ein bisschen auf unentdeckt, wäre vielleicht dezent gar nicht mehr so uns wieder. Na immerhin, das kann er machen. Oh! Okay! War das jetzt so dermaßen erschreckt, oder was? Was war das? Wasser? Öl. Aha. Okay. Passt einmal. Da, ich weiß noch nicht, wie der so reagiert, aber... Warte mal. Oh. Ich hab ihn hier nicht gesehen. Bin mir nicht sicher. Na schau, der Abschuss ist auch mal wieder da. Na immerhin. Haben wir schon doch ein bisschen lost mit dem Stich. Das geht auch. Schau gern zu, wie er abgeschlachtet wird von dem anderen. Das gefällt mir. Kann ruhig jedes Mal so sein, gell? Kann jedes Mal ruhig so sein. Dass wer anderer einmal sticht. Gespannt. Ah, chill. Ist besser. Da ist sicher gleich irgendwo einer im Säck. Oder auch nicht. Moin, Digi! Servus, grüß dich! Was glaubst du, Paletti? Wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Na, warte, der Abschied, der sucht. Der sucht noch immer. Er sucht noch immer. Der weiß nicht, was er gesucht hat, aber der hat nichts gefunden. Der Abschied.
Du bleib einmal gusch. Was sind Sandy mit uns noch? Das geht einmal überhaupt nicht. Warum es geht? Was ist los? Schon mit Odyssey wieder fertig oder was? Man kann ja nicht wissen. Man kann ja nicht wissen. Warte, warte, warte. Ja, der gehört noch mir. Der hat noch mir gehört. So, gib ihm kleine. Oh, immerhin. Aber im Jahr kann ich kontern. Schau dir das an. Na, immerhin. Perfekt. Ah, okay. Ah, scheiße. Ah, ich kann es mir schon ungefähr denken. Ah, das tut mir wieder leid. Das tut mir wieder leid. So, schauen wir mal, ob es da nicht doch vielleicht sogar wieder irgendwas geben könnte. Bulli, du hast nichts gesehen, gell? Du hast gar nichts gesehen gehabt. Wenn er durchkriechen könnte, das wäre jetzt perfekt. Was, sonst kriege ich einen auf die Fresse. Ja, dann gebe ich halt. Ja, sag ich euch, ich kriege einen auf die Pappen, Alter. Oh, da hat er deppert reingeschaut, Alter. Da hat er deppert reingeschaut. Wenig kontern kann dann. Ja, ich halt lieber mal Pappen. Ich kann einen ansatzweise kontern. Aber depperte Sprüche kann ich loslassen. Das ist ja wenigstens was. Ah, ja. Liebe tut weh. Liebe. Liebe tut einfach weh. Manchmal. Im Guten, manchmal im Schlechten. Aber oft tut's einfach nur weh. Leider. Von anderen Seiten, das geht mir überhaupt nicht. Na, renn einmal, Bulli, renn einmal. So, das machen wir schon, Digi, das machen wir schon. Schaffen wir, das schaffen wir. Ihr habt ja schon wieder versagt. Ja, gell, ihr habt schon wieder versagt. Oh. Ich glaube, das ist jetzt mal der Stärkere. Wo ist denn der Hapsche? Ja, ich bin definitiv lebensmüde, Alter. Ich schaff's nicht mehr ansatzweise irgendwie im Hand zu dran. Ja, bleib ruhig, Digi. Alter, hätte man fix da gehabt, Alter. Das kann ich jetzt kontern. Ja. Ja. Das hab ich mir jetzt gerade erwartet. Stepper, der spielt sich aber gar nicht mehr so schlecht. Der Hund. Aha. Ja, also mit dem fickt er komischerweise wieder. Das ist ja Wahnsinn, ey. Mit dem fickt und mit dem anderen, mit meinem Charakter schaffe ich gar nichts. Echt geil. Echt geil. Machen wir den hier, ich mach mal den hier. Oh, mit Flammenschwert alles drum und dran, aber sexy, sexy. Angelehnt, auch ganz, ganz sexy. Richtig geil. Wo ist der, glaube ich, geplant, oder? Ja, Mann. Schmeckt. Bis deppert, die haben wir hier kennen, Alter. Nicht schlecht, immerhin. Bei den Bosskämpfen kann er es wenigstens halb nur so irgendwie. Boah. Oh, nicht schlecht. Was bekomme ich dafür? Warte, ich gebe dir den Schlüssel zu unserem Lager. Einfach alles, was wir geplündert haben, findest du dort. Nimm dir, was du willst. Aber vielleicht kann ich da irgendwie einen Rat geben oder so. Vielleicht kann ich da in der Hinsicht irgendwie helfen. Aber sie ist sicher wertvoll. Nein, das stimmt, ich schwöre es. Ich danke dir! Das werde ich nie vergessen! Also, ich. Na cool, lauf! Ich glaube, besser für dich, mein Freund. Oh, Lagerhausschlüssel! Was da nur für Lagerhausschlüssel, oder? Nicht gewürdigt, das überlege ich mir zweimal, bitte nicht den Havra da haben dran.
Für einen depperten Schlüssel. Du hast ihren Anführer allen Ernstes verschont? Ich frage mich echt, wie du jeden Tag überlebst. Aber wer weiß. Vielleicht ist er ja dank dir ein neuer Mensch. Du hast den Schlüssel zu ihrem Lager, oder? Dann lass es uns aufsuchen. Ich glaube, ich weiß, wo es sein könnte. Na los, mir nach. Stepper, wenn ich diese Locke da die ganze Zeit hätte, oder hätte ich so das Gefühl, ich frisse die ganze Zeit. Die haben klar, die ganze Zeit immer so. Angehäuft. Aber Vollgas. Ich liege, sind darunter auch Passierscheine. Oh, ich hab schon gesehen, komm, das, wieder Stufenaufstieg. Uiuiui, das kann wieder lustig werden. Das kann wieder lustig werden. Bam, 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 bam. Oh, da wird sich. Da, ja, das sagt sich schon fast wieder aus. Aber noch fast. Sehr gut. Und endlich den Passierschein. Du hast also Passierscheine aufgetrieben, was? Ja, wenn ich mal abgedreht hätte, der hat den Schlüssel wahrscheinlich gefunden. Dieses Stück Papier bringt mich nicht nur durch den Grenzposten. Es ist viel mehr. Es öffnet dem ganzen Land das Tor in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, die ich mitgestalten werde. Ich spüre, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Wie wäre es mit einem Treffen in Yokohama? Hätte ich auch gesagt. Dort gibt es einen Uhrenturm nach westlicher Bauart. Da treffen wir uns. Wenn du mich nicht findest, frag nach Ryoma Sakamoto. Das packst du schon. Ja, er wird also mich schon schauen. Den sehe ich nie wieder. Aber finde ich geil. So dieses Partnersystem-mäßige, wo der Haverer dann mit mir mitkommt und alles, würde ich geil finden, wenn es vielleicht auch durchgehend so sein könnte. Aber ich glaube, das ist auch wieder so wie bei Nier und